Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Lena. Wie ihr vielleicht hört, plage ich mich mit einer Erkältung. Ich hoffe, euch geht's besser und ich wünsche euch noch alles Liebe für das Jahr 2019. Heute möchte ich mit euch gemeinsam auf das Jahr 2018 zurückblicken und natürlich auf das Jahr 2019 vorausschauen. Und ich erinnere mich da an schöne Ereignisse und Veranstaltungen, die auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Wir starten mit unserer Vertreterversammlung, die am Jahresende stattfand. Bereits am 17. September trafen sich unsere gewählten Vertreter und Vertreterinnen zu einer außerordentlichen Vertreterversammlung, um über die notwendige Satzungsänderung und Veränderung der Wahlordnung abzustimmen, damit unsere Mitglieder dann in der ersten Novemberhälfte ihre Vertreterversammlung für das Jahr 2018 bis 2023 wählen konnten. Am 10. Dezember war es dann soweit. Da tagte unsere ordentliche Vertreterversammlung als höchstes beschließendes Organ unserer Genossenschaft. Die 38 anwesenden Vertreterinnen und Vertreter berieten im Veranstaltungssaal der Genossenschaft über wichtige Themen. Unter anderem über den Jahresabschluss und die Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand für das Jahr 2017. Und was soll ich sagen, auch 2017 stand unsere Genossenschaft mit einer makellosen Bilanz da. Stabile Mieten und Investitionen in den Bestand zeugen von einer nachhaltigen Wirtschaftslage unserer Genossenschaft. Ja, und wer es genauer wissen will, der schaut einfach unseren Facebook-Beitrag an. Gerne denke ich auch an die Familie Kullig zurück, die unser XXL-Wohnangebot angenommen hat. Wir waren von Anfang an dabei mit der Planung, der Durchführung und haben sie auch einige Wochen nach ihrem Einzug besucht. Vielen Dank an Familie Kullig, dass wir da dabei sein durften. Und dann natürlich unser Wohntag, der war ein voller Erfolg. Gut 300 Interessierte kamen und haben sich über unser Konzept in unserer Musterwohnung informiert. Mit diesem Konzept wird ein sicheres und selbstbestimmendes Leben im Alter auf eine neue Stufe gestellt. Auch hier waren wir von Anfang an dabei und haben euch stets während der Umbaumaßnahmen über den Stand der Dinge informiert. Der Wohntag war dann der krönende Höhepunkt. Das war der Rückblick auf 2018 und nun schauen wir mal auf 2019. Da werden nämlich einige Baumaßnahmen begonnen oder umgesetzt. Was genau, dafür haben wir eine Liste für euch gemacht. Schaut mal. In der Vergangenheit haben wir über unsere Turbine berichtet, beziehungsweise über den Umbau oder die Umnutzung, die in Planung ist. Wir hatten dazu einen Wettbewerb ins Leben gerufen. Studierende der BTU Cottbus-Senftenberg lieferten uns in einem Stegreif-Wettbewerb tolle Ideen für die Nachnutzung des ehemaligen Gasthauses Turbine in der Lübbenauer Neustadt. Ja, und die besten Projektideen, die haben wir prämiert. Alle Arbeitsergebnisse werden nun an unsere Architekten und Planer weitergereicht, die gemeinsam mit uns ein technisches und wirtschaftlich tragfähiges Gesamtkonzept entwickeln. Ja, das Ganze wird natürlich noch ein bisschen dauern. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. In diesem Jahr beginnen wir mit dem Einbau von Rauchwarnmeldern in unseren Wohnungen. Brandenburg ist eines der letzten Bundesländer, bei denen das jetzt auch in den Bestandshäusern Pflicht geworden ist. Ja, und das passiert jetzt durch einen Dienstleister in 2019 und 2020. Nicht nur in dem Kinderzimmer und in dem Schlafzimmer sind die Pflicht, sondern auch im Flur, Arbeits- und Wohnzimmer. Ausgenommen sind Bad, Toilette und Küche, weil diese im baurechtlichen Sinn nicht zu Aufenthaltsräumen zählen. Ja, und wenn wir ehrlich sind, Rauchwarnmelder können Leben retten. Sie verhindern nämlich, dass im Schlaf giftige Rauchgase den Menschen Schäden zufügen. Wann genau die eingebaut werden, das bekommt ihr natürlich mit. Wir werden euch rechtzeitig informieren. Auch unser Aufzugsprogramm, also der Einbau von Aufzügen, wird fortgesetzt. Wusstet ihr, dass wir mittlerweile schon über 50 innenliegende Personenaufzüge haben? Viele kulturelle Veranstaltungen in und um Lübbenau werden uns auch in diesem Jahr in bunter Vielfalt erfreuen. Zum Beispiel die Polka Beats. Die sind in diesem Jahr sogar für 2 Tage in Lübbenau geplant. Oder die Folklore-Lawine. Mann, war das ein Spektakel. Bei herrlichstem Wetter zeigten Vertreter aus 12 Nationen nun schon zum 18. Mal ihre Darbietungen. Ich schwärme jetzt noch davon. Wenn ihr es einrichten könnt, lasst euch das nicht entgehen. Genauso das Lindenfest, bei dem ich letztes Jahr das erste Mal moderieren durfte. Und auch in diesem Jahr werde ich wieder auf der Bühne stehen und euch durch das Programm führen. Und damit ihr diese ganzen tollen Termine auch nicht verpasst, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Sobald das Wetter es zulässt, werden wir natürlich auch unseren Forscherkahn wieder, die Nautilus, aus dem Winterschlaf erwecken. Dann ist sie wieder bereit, um mit euch auf Entdeckungstour zu gehen. Für Gruppen mit bis zu 30 Personen ist dies eine einmalige Gelegenheit, den Spreewald auf diese besondere Art und Weise kennenzulernen. Ihr werdet euch wundern, was dort schwimmt, fliegt oder krabbelt. Dieses Angebot gilt natürlich nicht nur für unsere Schulklassen, die hier vor Ort sind, sondern ist landesweit buchbar.
Ja, wer Lust auf die Nautilus hat, der meldet sich einfach bei uns. Das Spreewald-Atelier findet auch 2019 statt. Im Kunstraum Spreewald arbeiten Künstler dauerhaft oder temporär unter dem einzigartigen Eindruck des Landschafts- und Kulturraumes Spreewald. Wann genau das stattfindet, das sagen wir euch, denn wir unterstützen immer solche Initiativen, die das gesellschaftliche Leben von Lübbenau bereichern. Auch in diesem Jahr, seht ihr, wird eine ganze Menge geboten. Zum Schluss noch eine Bitte an unsere Autofahrer. Der Kreisverkehr am Roten Platz ist nun fast vollständig fertig, sodass die Autos nicht mehr umgeleitet werden müssen. Das unschöne Parken auf unseren Grünflächen sollte also eigentlich ein Ende haben. Nutzt bitte wieder die Parkplätze, auch wenn sie manchmal nicht vor eurer Haustür liegen. Und denkt dran, dass die Kurzzeitparkplätze auch wirklich nur zum Be- und Entladen oder für Pflegedienste und Zulieferer sind. Ja, das war eine ganze Menge heute. Wenn ihr mal denkt, dass ihr ein Thema habt, worüber die GWG berichten sollte, dann schreibt uns doch und wir schauen uns das genauer an. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Bis bald, eure Lena.